Nee, da habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht. Ich will doch den Magi-Handschuh als Primärwaffe. Geht mir das jetzt nochmal? So, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz in die Option gucken, wie man jetzt mal den Magi-Handschuh als Waffe benutzt oder als, beziehungsweise schwerer Angriff. Vielleicht ja Taste E. Nee. Oh Mann, Leute, wie geht das denn nochmal? Schildfähigkeit, Magi-Handschuh benutzen. Ach so, ja. Okay. Gut, das muss natürlich erstmal warten, bis die Magie sich wieder aufgepumpt hat. Und dann probieren wir das dann gleich mal. Mal sehen, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht kann ich ihn damit ja klein kriegen. Warte mal, da muss ich dann aber... So. Alles klar. Hab den Affen klein gekriegt. So, gleich mal hier Punkte in Sicherheit bringen. Alles klar. So. Warte mal, was steht... Hier steht doch bestimmt auch noch irgendwas rum. Ah ja, stimmt, da hinten ist er schon mal. So ein Affe. Oha, der kann aber gut einstecken hier. Oha, der kann aber auch gut austeilen. Boah, Alter, da schießt er Brandpfeile. Och nee. Oh, fuck. Fuck. Fuck!
Alter, was geschieht denn jetzt hier? Hallo? Alter, was ist das denn jetzt eben gerade gewesen? Ach, Quatsch. Na, solange der da stehen bleibt. Alter, was hat das denn jetzt eben gerade? Steht das Vieh gleich wieder auf oder was? Bleib bloß liegen, du Affe. So, jetzt erstmal hier wieder zurück und meine Heiltränke wieder auffüllen. Das ist ja... Alter. So. So. Ah, hier ist eine Truhe. Na, ja, sehr schön. Hier ist eine Rune platziert, ist ja klar, mal her damit. Hüter, Großaxt, Trank. Ah, das heißt, leere Flasche, dann kann ich wahrscheinlich jetzt ein... Ja, renne erstmal wieder zurück und... Wenn ich da so einen Trank mehr haben kann, dann... Mache ich das doch. Ja, genau. Erfahrungspunkte habe ich keine. Gut, jetzt habe ich also drei Tränke. Sehr schön. Ach ja. So, dann wollen wir gucken, was da hinten... Hintereingang. Gut. Mal gucken, was da hinten noch so rumkreucht und fleucht. Oh! Wieso treffe ich den jetzt nicht? Außerdem, da habe ich gerade gesehen, da laufen zwei von diesen großen Heinis herum und mit beiden lege ich mich ganz bestimmt nicht gleichzeitig an. Also ist das Gebiet da hinten erstmal tabu. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ich lege mich doch nicht mit den beiden an. Ich bin vielleicht doof, aber nicht bescheuert. Also gehen wir jetzt nochmal jetzt einfach mal den Weg hier entlang. Mal sehen, hier war ja noch gar nicht. Mal sehen, was mich... So. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann die mit einem einzigen Hieb von hinten plätten. Oder auch nicht. Den habe ich gleich aus den Socken gehauen.
Sehr schön. Einer weniger. Oh. Steht auch noch wieder auf. Ah, ich glaube das doch nicht, ne? Mann, ey. Können die Viecher nicht einfach tot liegen bleiben und gut ist? Aber nö. Wird von der anderen Seite blockiert. Ja, okay, gut. Warte mal. Da sprach doch irgendeiner was von Signalfeuer auf einer Seite des Turms. Friedhof meine ich, das scheint ja hier. Ja, das hier ist das wohl. Und tschüss. Und tschüss. So. Bin... 1000 Punkte. Oh, das ist cool. Oh! Mensch! Wo kommt der Knallkopf denn auf einmal her? Glaube ich ja jetzt nicht, aber ist egal. Gucken wir so unten. Na super. Oh, warum funktioniert das denn nicht? Ich wollte einen schweren Angriff machen. So, dann gehen wir mal hier reingucken, mal sehen, was hier so ist. Oh, eine Truhe. Immer her damit. So, was ist das? Leere Flasche, Faustschild, Wappenschild, Drachenschild. So. Gucken wir mal. Kommandenschild. Schwerer Schild hat nur 5, Wappenschild, ja, nur der bringt da auch nicht so viel. Dann behalte ich mal den Kommandantenschild. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt können wir einen Hebel mal die Tür aufmachen. Muss ich, was ist denn da? Ah, der Sch... Ach, jetzt bin ich hier. Da habe ich ja davor, habe ich den anderen platt gemacht. Ja, ja, genau, jetzt weiß ich. Okay, dann hören wir uns mal an, was hier kommt. Dies ist meine vierte Nachtwache. Die ersten drei waren ruhig, bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Gerüchte über die Roga. Sie sind nirgendwo zu sehen, doch da ist ein Leuchten am Horizont. Die Dörfer brennen. Und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger ruhig sein wird. Na, okay, gut. Dann suchen wir jetzt mal weiter nach Kassel, denn der muss... Der muss ja auch irgendwo, muss er ja auch sein, ne? Der kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben, der Gute. Zumal der andere ja gesagt hat, dass Kastel und er da versorgt wurde. Muss er ja irgendwo sein, ne? So. Das Ding öffnet sich nicht. Okay, gut, dann eben nicht. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder für ein... Okay. Warte mal, da ist noch so ein Vieh und das ist noch so ein Bogenarmbrustschütze oder wie der... Für dich ist Game Over. Zauber bereit, oder was ist jetzt? Ey, Schnauze.
Noch eine Truhe. Öffnen. Gasuschel Stahl durch trotz Hammer. Ah, da ist er wieder. Oh. Ah, hier ist er ja. Hier ist er ja. Da ist er, der Gute. So, was ist das? Achso, hier so ein... So, was ist das jetzt? Menschlicher Schädel, Questgegenstand. Ja, okay, gut. So. Jetzt nehmen wir erstmal hier die Punkte. Sind da nicht viele? Und... So, jetzt haben wir wenigstens schon mal 4 Tränke. So, und jetzt reden wir mal mit Castle. Jetzt haben wir ihn endlich gefunden. So. Hakin, da bist du ja endlich. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wo warst du? Was machen deine Wunden? Also, was soll ich tun? Ja, ich frage ihn das mal nach seinem Befinden. Er hat mich schließlich aus dem Gefängnis rausgeholt, so wie es aussieht. Ja doch, seien wir mal nett. Was machen deine Wunden? Einer der Mönche hat meine Wunden versorgt. Ich kann vielleicht keine Klinge schwingen, aber verbluten werde ich auch nicht mehr so schnell. Das ist gut. Wo warst du? Ich war in der Zitadelle und konnte mit Antanas sprechen. Er sagte mir, dass die Roga ein Portal verwenden, um hier einzudringen. Die Roga-Herrscher dürfen unsere Welt nicht mehr betreten. Du musst durch die Wegpforte reisen und ihr Portal auf der anderen Seite zerstören. Na toll, das hört sich nach einem Himmelfahrtskommando an. Man schön, dass ich immer die leichten Aufgaben kriege. Also, was soll ich tun? Wir müssen verhindern, dass die Roga-Herrscher in unsere Welt kommen. Das hier ist eine Wegpforte, Hakin. Der Ort, um den das ganze Kloster einst gebaut wurde. Von der anderen Seite aus gelangen die Roga hierher. Und wenn ich dort bin, wie kann ich sie aufhalten? Das Reisen durch Dimensionen erfordert große Mengen Energie. Halte dort drüben Ausschau nach einer starken Energiequelle. So, was ist deine Rolle bei all dem? Genug geredet, gehen wir. Okay, jetzt möchte ich doch schon mal wissen, warum er gerade mich aus dem Knast geholt hat. Warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? Verzweifelte Zeiten, Hakin. Ich habe dich und die anderen befreit, weil wir zähe Männer für eine schwere Aufgabe brauchen. Ich vergebe deine Verbrechen nicht, noch heiße ich sie gut. Aber nach dem, was du bisher getan hast, muss ich sagen, du schlägst dich ganz gut. Was ist deine Rolle bei all dem? Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Welt nicht im Chaos versinkt. Und Antanas kenne ich schon seit Ewigkeiten. Genug geredet. Wir müssen herausfinden, wie wir Antanas Luft zum Atmen verschaffen können. Genug geredet. Gehen wir. Sichere erst dieses Gebet, Hakin. Erst dann können wir weiter. Auf dem Friedhof ist ein Herrscher. Er muss besiegt werden, bevor wir fortfahren können. Na toll, das ist mal wieder typisch, dass ich hier die leichten Aufgaben kriege, aber naja, egal. Kennt man ja. Kennt man ja. So. So, dann beende ich den Part für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt oder auch keine von mir verpassen möchtet, genauer gesagt, dann lasst ein Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder dabei seid. Und tschüss.